Irgendein reicher Kerl sauste mit seiner Kutsche durch diese Gasse hier und fuhr meinen Vater an. Als Entschädigung steckte er ihm seine Börse zu. Ich habe Ihnen ein erfreuliches Angebot zu machen. Welches? Blond, jung, hübsch gebaut. Er war es, der mit seinem Wagen Ihren Vater tödlich verletzt hat. Nein, das hätte er mir nicht verschwiegen. Sie haben ihn nur kennengelernt, weil er Ihrer sterbenden Mutter versprochen hat, er würde alles tun, um Sie aufzufinden und Ihnen zu helfen. Rodolphe de Saint-Boy, Sie haben meine Pläne durchkreuzt, haben meine gesellschaftliche Stellung untergraben und haben mir das Mädchen genommen, das ich für mich bestimmt hatte. Lansignac, Sie sind ein gemeines Subjekt. Sie sind ein Mörder, Lansignac. Natürlich, aber das glaubt uns niemand. Die Polizei schon gar nicht. Wir sind Arbeiter. Das heißt, wir sind vogelfrei. Wenn du den Kopf zu hoch hebst, musst du befürchten, dass er abgeschlagen wird. Heutzutage kommt man zu nichts, wenn man nicht genug Geld hat. Ich will das doch nur, weil ich dich liebe. Wie wenig du mich kennst. Wo ist Marie? Ich weiß es nicht, Ehrenwort. Aber ich weiß, wer es euch sagen könnte. Wer werde ich denn den Kopf noch raustreiben? Oh. Ach, Irene. Paris würde uns beiden gehören, wenn Sie... Na, wenn Sie mich besitzen würden, nicht wahr? Ihre Stärke besteht nur darin, die Schwäche der anderen auszunutzen. Ich bin nur glücklich, wenn Sie hier sind. Sie sind noch fast ein Kind. Wahrscheinlich täuschen Sie sich über Ihre wahren Empfindungen.